So, Leute, da sind wir beim nächsten Gameplay, sage ich mal. Ich habe mir wieder den Kevin dabei geholt. Servus. Und wir gucken uns Deathnhawks gegen Reanimator an. Eins der fairsten Decks gegen eins der unfairsten. Oh, ich finde Deathnhawks so unfair gar nicht. Da wurde ein Chancellor vorgezeigt. Da ist ein Fetch. Die Runde 1 an Reanimator. Ja, so. Runde 1 gegen Reanimator. Du siehst auch, wie viel Elan Deathnhawks da in das Mischen seiner Handkarten reinlegt. So, nein. Das macht voll Spaß hier. Na gut, was kommt jetzt? Da könnte Unmask auf sich selber. Sehr überlegend hier auch, was discarded wird und was nicht. Ja, Unmask auf sich selber, Grizzlebrand. Reanimate Grizzlebrand. Ja, jetzt geht er auf 12 eigentlich, oder? Das Unmask kostet auch. Er hat gefetcht. Leben. Er hat gefetcht. So, hier ein Karkassen, die Drops ist schon wieder gelutscht. Aber ich glaube, wenn hier ein Karkass gewesen wäre, wäre das wesentlich schneller geflogen. Das ist eben eine Hater-Fiole. Ja gut, auf das Karakas kann der Reanimate-Spieler ja auch nochmal die 7 Trigger. Okay, er hat an den Trigger gedacht. Man muss ja wirklich an den Chancellor-Trigger auch denken. Ja, ich spiele auch immer rein. Also es hat sehr oft geklappt. Ja. Ja, und spätestens jetzt ist fast schon rum. 7 auf 18, auf 11. Und man hat gerade gesehen, wie die Sonne weggegangen ist. Ist dir das auch aufgefallen? Als der Grizzlebrand angegriffen hat, ist die Sonne untergegangen. Ja, da wurde alles von leichtem Gelbton in den Weißton. Ah, schöne ja. Special Effects, die hier eingespielt werden, ja, oder? Muss man wirklich sagen. Wirklich, wirklich schön. Magic, oder? Frederik. So, hier. Da kommt. Swordsies. Swordsies auf, okay. Oh, Swords to Plowshares, Wasteland, Ebene, Talia, Sanctum Prelate, Port. Ganz klar, das Schwert. Ja. So, und jetzt ist die Frage, wie viele Handkarten hat der Reanimate-Spieler noch? 8, glaube ich. 8. Dann würde ich jetzt den Landdrop weglassen und den Discard nehmen, um den Chancellor zu discarden. Dann kannst du in der nächsten Runde sogar mit dem Reanimate um die Talia rum. Ja, das wäre natürlich schon gut. Es kann auch sein, dass es 9 Handkarten waren. Ja, es sind anscheinend 9. Man wirft ab. Oh, und auch noch eine. Alishnorn ist natürlich. Die habe ich nicht gesehen. Das ist schon ziemlich strong. Das ist ein Charming Prince. Mächtig. Mächtiger Charming Prince ist mächtig. Sprite 2, beide Bottom, ohne Draw, go. Das ist halt so gegen den Grizzlebrand. Das ist so eine erste Runde Reanimator. Was ist so ein Armutszeug? Das ist halt wie kleine Kinder verprügeln, ohne Arme der Kinder. Sonst wehren die sich auch noch. Dann habe ich keine Chance mehr. Obwohl Reanimator ganz schnell ganz alt aussieht, wenn die richtigen Hatepieces da sind. Ne? Ja, natürlich, aber das ist meistens Game 1 nicht gegeben. Ich meine, klar, Game 1 kann man immer noch mit Karakas oder ähnlichem spielen und gewinnen. Die Frage ist auch, ob man hier genau wusste, gegen was man spielt. Ich denke nicht. Weil gegen Reanimator hätte man, glaube ich, so eine Hand gar nicht gehalten als Deathnhawks, wenn man das wüsste. Wenn man es wüsste, hätten wir die nicht gehalten. Aber ich glaube, in dem Moment war es auch nicht, wussten beide Spieler nicht, was der andere spielt. Ja, da ist. Minus 2, minus 2 für die Gegner, plus 2 für die eigenen, so war es, gell? Mhm. Also der Grizzle ist halt auf 9, da kommt noch ein Reanimate auf den Charming Prince. Charming Prince, weil ich gesagt habe, der ist super mächtig. Man kann jetzt hier natürlich noch 3 Leben generieren. Man kann den Grizzlebrand rausflickern, weil man nicht angreifen möchte. Das bringt halt nichts. Oder man scryt einfach 2, aber hier scheint es nach den Leben zu gehen. Jetzt wird erstmal eine Zahl auf den Würfel gesucht. Ja, um mit dem Grizzlebrand anzugreifen und dann, ja, ich hätte die alles reingeflickert, dann hätte man nämlich das Animate Dead runter und dann hätte die einen Schaden mehr gemacht. Ja, jetzt zahlt man nochmal. Das ist, ich weiß jetzt nicht, was Deathnhawks jetzt ziehen möchte. Ja, es muss viel mehr gescoopt werden, denke ich mir gerade so. Ja, ich denke auch, also
Aber sonst geht so ein Match gegen Reanimator halt dann auch mal ganz schnell, nur 10 Minuten ist vorbei. Das ist korrekt. Da hat man auch nichts zum Kommentieren. Das erste Mal, als Reanimator hier auf dem Channel gezeigt wurde, war es tatsächlich ein ultralanges Spiel mit über 40 Minuten. Ja gut, aber auch wenn, klar, gegen Storm ganz normal, dass das lange dauert. Klar, beides Turn 1, Turn 2, natürlich dauert das ewig. Ja. Dann natürlich auch noch, was macht jetzt? Noch ein Fetch, ne? Ne, ich glaube, man wirft End of Turn gerade ab. Ja. Ne, man spielt noch ein Pelle. Ah, ein Faithless hat man gespielt. Ah, okay. I see. Petal, Knack, Darkrit. Storm, 3. Ne, 3 Schwarzmana, aber ich habe tatsächlich auch jedes Mal den Stormwitz gemacht. Exium. Ja, man geht hier wirklich auch absolut nochmal sicher. Kann man so sagen. Terminus. Der ja. Terminus. Würde der Charming Prince unter die Bibliothek vom Gegner gehen? Nein. Oder die eigene? Unter okay. Der Owner und nicht Controller. Okay. Ja, Sideboard. Gefühlt 10 Karten rein bei Death and Hawks. Beim Reanimator-Spieler irgendwie so 5. Ja, 5-mal Massaker. Nee, einmal Massaker, einmal... das Blablabla auf Endurance, das grüne Schwein, was allen deinen Kreaturen Hexproof gibt. Des Weiteren kann man einen Grave Titan reinnehmen, damit man eben die Karakas-Schiene genau, ein bisschen runternimmt. Nicht legendär. Genau, man nimmt halt einen Ding raus, einen Griesel, um den auszutauschen zum Beispiel. Ja, sowas in dieser Art. Um irgendwas, um Artefakte und Verzauberung zu zerstören. Gerade gegen das Hawks, du triffst die Vials, du genau. Triffst diesen Force of genau. Wie. Nee, doch, Force of? Der weiße Force? Virtua. Virtua, ja. Vigor war der grüne, ne? Genau. Ja, ja. Nichts im Vergleich zum roten, gerade im Deutschen. Ja. Ich weiß gar nicht, was der rote macht oder kann. Herr Rote ist sehr, sehr gut. Du kannst eine rote Karte abwerfen, kriegst bis zum Ende des Zuges 3 Einser mit Eile, die danach gehen. Okay. Für 2 Handkarten. Ja. Oder 4 Mana. Ich glaube sogar 3 Mana. Und naja, also er heißt halt in Deutsch Tobsuchtskraft. Tobsucht, finde ich gut. Ja. Wohingegen du in Blau halt die Negierungskraft deswegen hast. Deswegen spiele ich halt auch einfach keine roten Karten. Die Weiß, die Tugendkraft. Die Grün, die Vitalitätskraft. Und welche habe ich jetzt vergessen? Den schwarzen. Da weiß ich noch nicht, wie der in Englisch heißt. Nee, ich auch nicht. Aber den spielt man hin wieder mal tatsächlich im Reanimator. Ich habe schon gegen den verloren mit Maverick, wo die gerade neu waren. Da wurde mir der Us. Ich habe den Us resolved und habe gedacht, naja, macht er jetzt eh gerade mal nichts gegen. Ich hätte einfach eine Runde warten sollen. Um den direkt zu nutzen. Ja. Das ist jetzt, glaube ich, der zweite Mulligan schon, wenn ich es richtig gesehen habe. Jo. Geht man hier auf 5 auf der Reanimator-Seite. Kann auch Death schicken. Death Hawks. Angeldoom Chalice. Okay. Sehr cool, by the way, dass das Artwork vom Chalice gleichzeitig die Matte vom Reanimator-Spieler ist. Ah, stimmt. Eine Judge Reward Card. Richtig genau. Cool. Da ist ein Petal. Petal Go. So. Okay. Dann sehe ich da eine Menge Dark Rits. Ja, ich auch. Boah. Ein Mindsensor. Jetzt kommt das Fetchland von der Top. Ja, wahrscheinlich. 2-mal Natalia. Oh ja, das ist. Ja. Ah, ja. Ansonsten, das wäre ein Turn 1 gewesen. Darkrit, Entomb. Brauchst noch nicht mal doppelt Darkrit. Das wäre ein Turn 1 gewesen, tatsächlich. Ja. Sehr, sehr cool. Aber sowas kann halt auch mal gehen, wenn man halt im Death and Hawks. Ich meine, ich habe auch an dem Tag 2 Ancient Tombs und 3 Chalice gespielt. Okay, 3 Chalice? Aktuell 3 Chalice im Sideboard. Und 2 Ancient Tombs im Nein. Hab ich wieder rausgenommen. Ja gut, für den Tag war okay, ne? Genau, für den Tag war vollkommen okay. Habe ich an dem Tag auch 2-mal gemacht, den Trug tatsächlich. Wie man hier vor ein paar Wochen schon sehen konnte auf dem Channel. Stimmt. Da hat man das schon mal. Mhm. Wunderschön. Wunderschön. Kann ich nur jedem empfehlen, der Chalice spielen kann, spielt mehr Chalice. Ich brauche auch noch 2. Ja, dann Game 3, nachdem das Game 2 so unglaublich fix lief. Jetzt natürlich wieder der Reanimator-Spieler am Start. Das ist
nicht so schön. Explodiert aber nicht direkt. Nee. Und ich, jetzt beim Death and Hawks. Aus dem Wasteland into Fiole, okay. Das ist okay. Ich weiß nicht, ob man hier unbedingt das Wasteland zeigen muss oder wollte, weil normalerweise gehen die Reanimator-Spieler hin und wieder mal schon auf das Rot, aber ich glaube, es ist kein anderes Land auf der Hand. Doch, ein Caracas. Man wollte hier das Caracas nicht zeigen und hat deshalb lieber das Wasteland gezeigt. Auch, macht doch Sinn, so auch auf die Gefahr hin, dass der Gegner eben trotzdem aufs Duel geht. Interesting. Ja, er fühlt sich jetzt gerade ziemlich sicher. Nimmt jetzt das Duel, weil er weiß, er kriegt seine Kreatur aufs Board und dann kommt das Caracas. Ja, das ist wahrscheinlich auch ein Entomb, so wie der Grisselbrand gerade aus dem Deck in den Friedhof geschmissen wurde. Das passiert beim Fetchen manchmal. Wir fallen auch immer Kreaturen in meinen Friedhof rein. Das ist immer ganz ätzend beim Death and Taxes spielen. Ja. Auch hier muss ich natürlich mal Props geben an das Reanimator-Deck vom Freddy. Extremst viel in Foil und, wenn es geht, aus dem Graveborn-Deck. Mhm. Was tatsächlich einfach meiner Meinung nach stylisch ist, wenn sowas wie die Reanimate-Spieler oder auch die Burn-Spieler, von mir aus sogar die Sliver-Spieler, aus diesen, wie hießen die, Premium-Decks? Mhm. Premium-Decks Lightning, Premium-Decks Graveborn, Premium-Deck. Ich kenne nur die zwei, ich wusste gar nicht, Sliver. Dass es noch was mit Sliver gibt. Sliver, doch. Gibt es. Da fliegt erstmal alles auf dem Feld. Und das finde ich halt super stylisch, wenn Leute halt ihr Deck da sehr hart drauf ausbauen. Weil sowohl das Reanimator als auch das Burn-Deck sind sehr hart damit verwoben. Also es sind echt gute Karten drin. Mhm. Von Reanimate über Animate Dead über... sind viele, ja. Das stimmt. Entomb ist, glaube ich, auch da drin. Also es ist echt... Das Deck ist schon... Das sind halt die Vorläufer der Challenger-Decks. Die waren damals halt cool, weil sie damals nicht nur Standard waren. Aber das haben wir halt jetzt nicht mehr. Die waren nicht Standard damals, ne? Ne, die waren nicht. War einfach nur Standard. So, das waren so die Spaßdecks. Die so genau, man hat einfach mal Decks rausgehauen. Und man hatte ja auch noch vieles um andere Game-Modes rum evolved. Heute hat man einfach das durch Commander, glaube ich, abgesetzt. Viel. Ja, hier kommt der Grisselbrand. Das ist halt so zum Kommentieren so, ja. Da zieht man mal so. Reanimator macht halt Reanimator-Dinge. Aber auf der anderen Seite ist hier auch natürlich jetzt zu sehen, wie gut es war, dass der Death and Hawk-Spieler das Caracas nicht gezeigt hat. Wäre nämlich das Entomb nicht auf den Grisselbrand gegangen, sondern auf Grave Titan oder ähnliches, was man einfach in der Hand wahrscheinlich nicht besiegen konnte. Dieser komische blaue, was kann der? Der bounced was? Ja, genau, der bounced immer, wenn man Spell spielt. Auch nicht schlecht. Oder eben ist der legendär? Nein. Okay. Oder eben direkt auf das grüne Schwein. Auch nicht legendär. Auch nicht legendär, aber alles von dir hat Hexproof, danach ist eh alles egal. Aber das scheint eben jetzt keine Priorität zu haben, weil eben kein Caracas anscheinend da ist. Auch weil hier wahrscheinlich drüber nachgedacht wird, wenn er Caracas hat, dann hat er es bestimmt schon lange gespielt. Oder hätte es schon lange gespielt. Das ist es, ja. Jetzt wird sogar nochmal gezogen. Es geht mal auf 5. Das Caracas bounce gleich den Grisselbrand und dann ist die Clock gar nicht mehr so weit weg für den Death and Hawks-Spieler. Ja, ich denke. Vor allem, wenn er den blauen Dude genommen hat, der hätte gar nicht so viele Karten gezogen. Ich soll aufhören zu denken. Denken ist halt schwierig. Ja. Es liegt an der ganzen Sonne draußen. Ah, Wahnsinn, ne? Dann Thoughtseize. Oh, man geht hier auf 3. Was wird da reingepitcht? Ein Generous Gift. Das ist ein Beast Within in Weiß. Da betont er das Caracas. Ja, Caracas ist natürlich sehr, sehr gut hier. Aber auch die anderen beiden, mit Thalia und dem Hawk. Die Frage ist, was nimmt man hier? Nimmt man hier die Thalia, nimmt man den Hawk? Ich glaube, man nimmt hier den Hawk tatsächlich. Der findet halt viele mehr, also findet viele Hawks. Genau, er findet halt Freunde. Und die Thalia findet halt keine Freunde. Und man hat halt auch mit den Petals genug Mana an Bord eigentlich. Hm, gehe ich auch von aus. Screen Image Spieler. Ja. Er hat so auch noch zwei Leben vom Sword, die ist noch nicht abgezogen, oder? Nee, hat er wirklich noch nicht. Man ist hier auf 3 auf der Reanimate-Seite. Das kann auch richtig relevant sein, tatsächlich.
Jetzt wird natürlich überlegt, so viele Handkarten sind nicht gut für einen eigentlichen Kontrollspieler. Hm. Die kommen damit überhaupt nicht klar. Was soll das? Mal gucken. Also, wenn er hat, würde ich Targets für die Reanimate Spells abwerfen. Aber die sind nicht da, sonst würde das schneller gehen. Ja, ich denke auch, dass die ganz schnell in Trüffeln werden. Man muss hier natürlich immer noch mit dem Problem rechnen, dass der Gegner irgendwie jetzt ein Rest in Peace oder so rausknallt. Es sind, glaube ich, auch gar nicht so viele Karten. Es sind, glaube ich, 3 oder 4 Karten, die man runterlegen. 7, 8, 9. Ich glaube, noch 2, die noch runter, also weggelegt werden. Die ganzen Länder? Ja, wobei man nicht alle nimmt. Ich glaube, man ja, eins würde ich behalten. Man hätte ja auch noch einen Unmask spielen können, um Italia auch noch wegzunehmen. Einfach nur, um wirklich, wirklich, wirklich safe zu gehen. Das ist ein Reanimate, Ashen Rider. Ashen Rider ist natürlich richtig nice. Lebenspunkte. Exile 2. Ein permanentes, wenn es ins Spiel kommt, eins, wenn das Spiel verlässt. Ja, okay. Wasteland hier, Bounce dort. Aber auch hier immer noch die Lebenspunkte eigentlich auf 3. Mhm. Gucken, ob, ich bin mal gespannt, ob das noch relevant wird. Gucken wir gleich. Sollte uns ja. Ja, der Ashen Rider kann man jetzt halt hier mit Animate Dead wiederholen. Der zerstört dann das Exile deines Karakas. Mhm. Das war auch Fatal Fluting, ja. Und dafür ist der Ashen Rider auch im wirklich im Deck. Ja, ja klar, das ist super. Gegen die Hate Pieces, die nimmt er halt dann raus. Genau. Und auch gegen Shauntail tatsächlich ein sehr cooles Teil, wenn man einfach einen Shauntail legt. Egal, was der Gegner reinlegt, man zerstört. Er ist aber nicht legendär. Er ist nicht legendär. Dann würde ich den holen und würde die Aetherwald zerstören. Tatsächlich. Einfach die Aetherwald zerstören und dann Beatdown gehen, solange der Gegner halt noch kein weiteres Land hat. Das kann man vorher mit einem Unmask natürlich nachgucken. Mhm. Weil wenn er jetzt noch ein Land auf der Hand ist, na, wobei man hat trotzdem eine Four- oder Five-Turn-Clock. Weil das Problem besteht, man kann hier jetzt kein Ding spielen, kein Exium. Dann hat der Gegner was? Genau, dann hat der Gegner einen Hawk tatsächlich. Ja, da kamen die 2 Discards. Da kommt das für 2 das Exium. Kommt ein Exium, okay. Ich habe die anderen Karten nicht gesehen. Auf seiner Hand hatte er noch? Ich glaube, ich habe nichts anderes außer die Exiums gesehen. Das ist undankbar. Mhm. Kommt der Ashen Rider. Ah, ein Massaker sehe ich noch auf der Hand. Massaker ist natürlich nicht so geil, wenn man halt der Gegner halt keine Ebenen hat. Dann ja, muss man das für 4 Mana hardcasten. Das ist, stimmt. Aber er spielt das Unmask wieder nicht. Na gut, er kennt fast jede Karte und bisher sind die Karten jetzt nicht so gefährlich. Gerade weil sie mit dem Massaker halt abgeräumt werden kann. Es kann jetzt halt eben passieren, dass man hier mit den Hawks einfach hingeht und sagt, it's end of turn Talia oder end of turn Hawk, go oder so. Ja. Das wäre natürlich mega dämlich, wenn man das in seinem eigenen Zug macht, aber ist möglich. Genau, hier sieht man jetzt, dass über Unmask überlegt wird. Gerade Unmask, Pitch Unmask für eine Karte. Bin ich mir auch nicht sicher. Will man dann haben vom ja. Gegner, also die Talia, ja gut. Jo, Talia kann halt hier schon echt anstrengend sein. Und? Ist noch ein Force. Okay. Das hätte man, wenn man jetzt gewusst hätte, dass ein Massaker da wäre, wenn man Hindsight gespielt hätte und gewusst hätte, dass ein Massaker da wäre, hätte man das natürlich spielen können. Jetzt kommt der Call. Jetzt ist die Überlegung, warum? Also, er hätte vorher forcen können? Ne. Jetzt ist ja schon egal. Frederik hat sich umentschieden. Genau. Ein Hawk. Der deinen Namen trägt. So, jetzt ist die Frage. Das ist doch die Talia. Ist doch die Talia. Ja. Hier wurde halt wirklich hart überlegt, was er macht. Und ich glaube, man hat sich für die Talia entschieden, um eben. Okay, da kommt ein zweites Force. kann man da irgendwann. Ich sehe kann da tatsächlich einen Zauber auf der Hand, der Verzauberung zerstört. Ja. Man gibt dem Gegner 6 Leben und zerstört alle Verzauberungen. Alle. Wenn dann Hawk reinkommt, am besten noch Hawk, Tap Hawk, kann man dann mit Massaker das gesamte Board räumen.
und dann mit dem Elfen Rider endlich losschwenken. Aber hier in dem Fetch geht man dann auf theoretische 2. Aktuell denken wir hier mal, es wäre eine 2. Ja, ja, die ich hab das noch im Hinterkopf. Also, bin mal gespannt. Das Caracas, die Wastelands, so wunderbares Massaker, ist halt, es ist halt da, aber jetzt möchte er den Beat starten. Interessant. Kein Block. Ja, das ist natürlich. Das ist ein Instant, ne, mit Zerstöre alle Verzauberung. Ich bin mir nicht sicher, tatsächlich. Fetch. Ja. Ich glaube, man hat hier versucht, irgendwie einen Hawk reinzubaiten, beide Hawks blocken, um den zu zerstören. Den Hawk? Dann, nee, den Rider. Ja. Deswegen hat man, glaube ich, zugehauen. Weil theoretisch hätte man jetzt verloren. Ja, das aber dann hätte man auch nicht zugehauen, denke ich. Naja, wenn es ihm bewusst gewesen wäre, dass er da die 2 vergessen hat. Genau. So macht er 5 Schaden, vier macht gibt 6 wieder zurück. Ja. Dann ich wieder mal nicht beide spielen sollen. Ich bin ja gierig. Ja. So, da kommt der zweite Hawk. Ein Hawk noch auf der Hand. Ein Caracas wird getappt für den Giver. Ja. Und hier wäre man tot. Und jetzt wäre er tot, ja. Cool. Gucken wir uns trotzdem weiter an. Ja, ich gehe mal davon aus, es wird auch gleich dann im Zug darauf so weit sein, dass er dann tot ist. Ja, aber weil jetzt, ist keine jetzt kann er das Massaker hardcasten. Ah. Und jetzt bleibt man halt weiter im Spiel tatsächlich. Sehr interessant tatsächlich, das mal zu sehen. Bei mir ist das auch überhaupt nicht aufgefallen, als ich das Matchup gespielt habe, dass eben da was vergessen wurde. Ist eben der Nachteil, wenn man das mit Würfeln macht und nicht aufschreibt. Aber das Geschriebene sieht man halt leider nicht. Ja, passiert. Also ich denke auch, das ist kein Weltuntergang. Passiert den besten Mal, auch auf Turnieren. Ja, wie auf meinem ersten großen Turnier Runde 1 gegen Reanimator. Und er spielt einen Looting, schmeißt einen Chancellor ab, reanimated den und dödelt da so weiter. Und ich bin dran, denk mir so, Alter, du hast keine Karte in deinem Friedhof. Looting, du musst 2 Karten abwerfen. Oh, hab ich vergessen. Ja, Judge, ja, by the warning. Danke für nichts, aber ja, gut. Ja, das sind so Kleinigkeiten. aber es macht das Deck hier jetzt doch nochmal nicht das Deck, das Match noch mal interessanter. Ja, klar. Also er kann jetzt mit dem Ashen Rider auch nicht angreifen, weil genau. Es ist halt eine 2-Runden-Clock jetzt. Das Caracas verhindert. Oh, da kommt der Chancellor. Mal gucken. Was uns da noch so erwartet. Das wäre die Frage, ob man hier dann reanimieren kann. Ich weiß jetzt auch nicht, was noch auf der Hand ist. Man kann halt jetzt keinerlei Ding mehr spielen, Reanimate. Nee, beide bekommen. Reanimate ist abgeschaltet. Axiom. Und Axiom ist auch abgeschaltet, weil Axiom würde einen Giver wiederholen. Eigentlich so geil. Das ist ziemlich tödlich. Das sind Swords to Plowshares. Und ich glaube einen Charming Prince. Charming Prince, End of Turn. Die Hawks sind alle weg. Jetzt das ist ein Reanimate und ein Entomb. Bringt beides aktuell nicht so viel. Also Entomb kann natürlich was sein, aber da ist ein Charming Prince. Scry 2. Ich sehe ein Surgical und irgendwas anderes. Surgical wäre ja auch richtig nice. Surgical nimmt er mit. Ja. Macht Sinn. Ja, dann das Entomb. Ja. Into Losing, würde ich sagen. Dann kann man das flashbacken. Dann hat man noch so ein bisschen. Wäre eine coole Idee. Ich gehe davon aus, dass jetzt sowas wie Edishnorn genommen wird. Einfach nur, um das Board endgültig zu räumen und von allem zu befreien und dann direkt zu gewinnen. Okay. Looting wäre eine coole Idee gewesen, tatsächlich. An dieser Stelle, wenn man noch was sucht. Ich weiß es halt nicht, ob Frederik hier noch was sucht. Ich glaube nicht. Das ist das Axiom. Und das Surgical. Das Surgical nimmt die Elishnorn raus. Und da ist das Spiel, was eh schon lange rum war, wenn man auf seine Lebenspunkte geachtet hat, nochmal rum. Und trotzdem sehr interessantes Match. Sehr, sehr cool. Noch was passiert, zumindest zum Ende hin. Ja, doch. Genau.
Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das ein Hawks das... Ist normalerweise auch kein Matchup, was man 2-1 gewinnt, sondern eigentlich 1-2 verliert. Aber gut. Nur viel dazu. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Horrido.